Ich nehme das mit, und zwar dort, ich nehme das mit dort, wo Olaf Scholz kritisiert wird, aus der Opposition, und zwar von beiden Seiten. Die einen sagen, er ist viel zu zögerlich, wenn es um die Hilfe für die Ukraine geht, und die anderen sagen, er macht zu wenig für die Diplomatie, er müsste sehr viel mehr über Waffen, Stillstand und Frieden reden. Beide sind heute hier. Ich freue mich sehr, dass die Vorsitzende der des Bündnis Sarah Wagenknecht hier ist, Amira Mohammed Ali, und der Außenpolitiker der CDU, Norbert Röttgen. Schön, dass Sie da sind. Frau Ali, Frau Mohammed Ali, wir müssen mit dem Wahlplakat, eins habe ich schon erwähnt, das des Bündnis Sarah Wagenknecht möchte ich gerne zeigen. Man sieht Sarah Wagenknecht und dazu kommt der Claim, Krieg oder Frieden, Sie haben jetzt die Wahl. Das heißt also, wenn ich Sarah Wagenknecht wähle, dann gibt es Frieden in der Ukraine. So ist das nicht zu verstehen. Was damit gemeint ist, ist, dass man sich dafür entscheiden kann, welchen Kurs man möchte. Möchte man, dass es so weitergeht wie bisher, dass vor allem auf militärische Logik gesetzt wird, obwohl man eigentlich sieht, dass es nicht funktioniert? Oder möchte man endlich, dass Diplomatie viel mehr Bedeutung hat und dass versucht wird, den Frieden zu erreichen und einen Waffenstillstand zu erreichen? Es wird viel davon geredet, wie Krieg geführt wird, und das hat ja tatsächlich Rolf Mützenich sehr treffend kurzem gesagt. Es wird Zeit, dass man darüber spricht, wie man einen Krieg beendet. Dann im Umkehrschluss sind Sie dann, stehen Sie dann in dieser Logik für Krieg? Ich stehe für diese Alternative. Ich stimme dieser Aussage von Frau Wagenknecht zu, dass es um Krieg oder Frieden geht. Genau darum geht es. Nicht um Wahlkampf, auch nicht in den USA, sondern es geht darum, ob Menschen sterben durch einen brutalen Krieg. Und meine Überzeugung ist, dass es keinen Gegensatz gibt zwischen der Unterstützung der Ukraine und dem Frieden. Ganz im Gegenteil, den Frieden werden wir nur erreichen, wenn wir den Krieg besiegen. Und den Krieg werden wir nur besiegen, wenn er scheitert. Und dafür braucht man Waffen und Munition und Hilfe. Und darum ist die Unterstützung nicht ein Gegensatz zum Frieden, sondern es ist die Bedingung und der Weg zum Frieden. Wir haben viele Argumente, die grundsätzlicher Natur sind, hier schon ausgetauscht. Reden wir über das, was neu ist. Das ist unter anderem das, was Herr Wadephul gefordert hat, das ist ein Parteikollege von ihm, und das jetzt offensichtlich auch in Bewegung geraten ist. Er hat eben auch schon gesagt, westliche Beschränkungen bei der Nutzung von uns gelieferter Waffen helfen Russland und sollten sofort aufgehoben werden. Erstmal dazu, Sie teilen das, nehme ich an. Ich teile das. Wir alle haben ja eine andere Position bezogen. Ich auch. Und zwar, die hatte zwei Teile. Das erste ist, völkerrechtlich wäre es ohne jeden Zweifel gerechtfertigt und legal und legitim, wenn die Ukraine in der Verteidigung militärische Ziele auch auf russischem Boden angreift. Mhm. Überhaupt kein Zweifel. Der Westen, die NATO, auch ich habe und andere haben gesagt, aber für unsere Waffen wollen wir das nicht. Das vereinbaren wir mit der Ukraine, um über das Völkerrecht hinaus den defensiven Charakter zu verdeutlichen. Das war die Position. Mhm. Daraus hat Putin und Russland jetzt eine Kriegstaktik gemacht. Sie haben, wie schon besprochen worden ist, jetzt unmittelbar Raketenabschussrampen an die Grenze postiert, weil ja der Westen zugesagt hat, da kannst du frei dich postieren und schießen, und sie zerstören eine Stadt nach der anderen. Sie machen das zivile Leben, das sind alles Kriegsverbrechen, unmöglich, vor allen Dingen in Kharkiv. Systematisch wird die zivile Lebensstruktur zerstört, Energieversorgung zerstört. Im Winter wird man, wenn das so weitergeht, in dieser zweitgrößten Stadt der Ukraine nicht mehr leben können. Und weil daraus, aus dieser Zurückhaltung, eine Kriegstaktik Putins geworden ist, kann man diese Position jetzt nicht mehr aufrechterhalten, weil es gibt ein oberstes Ziel. Das oberste Ziel ist Frieden. Der Weg zum Frieden ist, dass der Krieg scheitert, und darum muss die Position angepasst werden. Der Bundeskanzler hat sie nach meiner Einschätzung klar verändert, diese Position. Woraus lesen Sie das? Weil er jetzt gesagt hat, anders als früher, ich habe auch früher immer gesagt, das Völkerrecht erlaubt es. Und heute sagt er, die Ukraine darf sich nach dem Maßstab des Völkerrechts verteidigen, auch auf russischem Boden. Das ist eine klare Korrektur der bisherigen Position. Aber mit deutschen Waffen, das wäre mit natürlich mit. Das hat er nicht gesagt. Doch, er hat gesagt, die Ukraine darf sich mit den Waffen, die sie hat, sonst keine, mit den Waffen, die sie hat, im Rahmen des Völkerrechts verteidigen. Das ist der Maßstab, das ist der neue Maßstab. Der alte Maßstab war nicht das Völkerrecht, das ist entscheidend, sondern noch viel strengere Voraussetzungen.
Wenn er das jetzt sagt, nicht nur weil er Jurist ist, weiß er, was er sagt. Mhm. Er erlaubt mit dieser Aussage eindeutig, dass die Ukraine sich jetzt nach dem Maßstab des Völkerrechts verteidigen darf, mit westlicher Zustimmung, mit deutscher Zustimmung, mit französischer Zustimmung, noch nicht mit amerikanischer Zustimmung, aber mit seiner Zustimmung. Das ist eine neue Lage und ich respektiere das sehr. Ich unterstütze das in der Sache und respektiere sehr, dass er, weil die Lage sich ändert, seine Meinung korrigiert. Das verdient Unterstützung und Respekt. Wir warten trotzdem noch auf eine Bestätigung, Frau Mohammed Ali. Das, was gerade Herr Röttgen geschildert hat, sieht man ja in Bildern. Ich darf noch mal diese Bilder von Charkiw zeigen. Das war jetzt gerade der Angriff, den wir alle gesehen haben. Das war ein Baumarkt. Mindestens 19 Tote sind es inzwischen. Der ist niedergebombt worden und zwar eben von russischem Boden aus. Die Grenze ist 30 Kilometer entfernt. Dahinter sind die Stellungen. Selenskyj hat vorher gesagt, wir wissen, wo sie sind. Wir wissen, von wo sie ausschießen. Mit welchem Recht muss man den Ukrainern sagen, nein, da, wo diese Raketen gestartet werden oder die Flugzeuge, nein, da dürft ihr nicht hinschießen. Na, es ist ja richtig gesagt worden, völkerrechtlich darf die Ukraine das, ne? Das dürften sie. Die Frage ist aber, mit welchen Waffen sie das tun. Und es hat ja einen Grund gehabt, warum es bisher, das sag mal, die Überzeugung war, zu sagen, nein, mit westlichen Waffen soll nicht nach Russland geschossen werden, weil tatsächlich die Gefahr besteht, dass das den Krieg weiter eskaliert. Und ich denke, man muss sich bei jeder einzelnen Maßnahme in diesem Krieg doch die Frage stellen, was ist denn das Ziel? Und Herr Röttgen hat es gerade so dargestellt, als wäre es tatsächlich so, dass durch diese Maßnahme das Kriegsgeschehen sich relevant verändern würde und Russland würde militärisch sozusagen in die Unterhand kommen, also den Krieg dann verlieren. Das ist aber erkennbar nicht der Fall. Und ich möchte noch einen anderen Grund sagen. Also neben der Frage der weiteren Eskalation, die ja einfach eine relevante Gefahr ist und vor der viele Menschen, wie ich glaube, berechtigt Angst haben, ja. Russland ist eine Atommacht, ist es so, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, wer diesen Krieg gewinnt, wer hat mehr Soldaten, wer kann diese Waffen, die da sind, überhaupt bedienen. Mhm. Russland hat ohnehin wesentlich mehr Soldaten, weil das Land wesentlich größer ist. Die haben in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten auch gehabt zu mobilisieren. Wenn das geschieht, dass sozusagen mit deutschen Waffen nach Russland geschossen wird, dann wird Putin das natürlich für seine inländische Propaganda nutzen und viel mehr Leute dafür bewegen können, in diesen Krieg zu ziehen. Mhm. All das sind Dinge, die zu weiterer Eskalation beitragen und die nicht dazu führen, dass dieser Krieg schneller endet. Deswegen halte ich es wirklich für einen falschen Weg. Dann möchte ich gerne, weil das ernstzunehmend ist, Ihnen beiden auch noch mal zeigen, was der russische Präsident tatsächlich dazu gesagt hat. Er hat reagiert auf die Idee, dass man mit westlichen Waffen eben auf russisches Gebiet schießen könnte und hat eine klare Warnung ausgesprochen. Vertreter der NATO-Staaten, insbesondere in Europa, insbesondere in kleinen Ländern, müssen sich darüber im Klaren sein, womit sie spielen. In der Regel handelt es sich ja um einen Staat mit kleinem Territorium und sehr dichter Bevölkerung. Und das ist ein Faktor, den Sie im Hinterkopf behalten sollten, bevor Sie über einen Angriff tief hinein in russisches Territorium sprechen. Herr Röttgen, das ist offensichtlich nicht Deutschland, denn wir sind kein kleiner Staat mit kleinem Territorium, aber es könnte das Baltikum gemeint sein. Ist das eine Drohung, die Sie ernst nehmen? Sollten NATO-Waffen eingesetzt werden, um auf russischem Boden Ziele zu treffen? Wird es eine solche Antwort geben? Krieg ist so ernst, dass man immer alles ernst nehmen muss und alles ernst analysieren muss. Nur Ernsthaftigkeit führt mich dazu zu sagen, sich von Putin einschüchtern zu lassen, ist ein gewaltiger Fehler. Putin betreibt Propaganda und Einschüchterung als Teil des Krieges. Putin hat in der gesamten Bandbreite mit allem voll eskaliert. Er hält nichts zurück, gar nichts. Kein Verbrechen, keine Waffe, übrigens auch verbotene Waffen, nichts hält er zurück. Übrigens auch in seiner Propaganda nicht. Deutschland und der Westen und Amerika sind schon lange nicht nur die Kriegsgegner, sondern das sind diejenigen, die hinter diesem faschistischen darf ich Ihnen versichern, es ist die Propaganda in Russland seit jetzt fast seit Beginn des Krieges nicht ganz unmittelbar, seit langer Zeit noch mehr zu verbreiten. Ja, aber es ist schon so. Er hat voll eskaliert. Der Westen kämpft gegen Russland. Das ist dieser Krieg. Das ist die Propaganda seit langem. Einschüchterung auch mit Atomwaffen gehört auch dazu. Sie glauben nicht, dass er das ernst macht. Sie glauben nicht,
unter keinen Umständen würde er ein NATO-Land eingreifen. Da würden Sie Ihre Hand für ins Feuer legen? Wie soll ich für die Zukunft die Hand ins Feuer legen? Ja. Wir alle müssen... Das sind ja die Fragen, die man abwägen muss. Richtig, aber genau, wir müssen immer abwägen, wo sind die Gefahren, wo sind die Risiken. Meine Analyse ist, Putin hält mit nichts zurück. Er hat voll eskaliert mit allem, was er kann. Und das macht er, und Einschüchterung ist Teil dieser Propaganda. Aus seiner Sicht, der stecken geblieben ist mit seiner Armee in der Ukraine, jetzt zu sagen, ich angreife, sozusagen dann auch die Angreiferposition attackiert wird, deshalb gehe ich jetzt mit der NATO in den Krieg, nachdem ich an der Ukraine gescheitert bin, macht wirklich militärisch, politisch überhaupt keinen Sinn. Und darum ist meine Analyse, die ich nicht beweisen kann, weil es hier um die Zukunft geht, aber meine Analyse ist, das ist eine Drohung, das ist Einschüchterung, das war schon immer Teil seiner Methoden. Und sich darauf einzulassen, dem nachzugeben, das ist ja die andere Seite des Schadens, hat den Schaden, dass die Ukraine langsam, aber sicher ausblutet. Der Krieg erfolgreich wird. Wir haben nicht das Recht und wir haben nicht das Interesse, zuzulassen, dass Krieg erfolgreich wird. Er wird bleiben, er wird uns immer näher kommen. Das, womit er droht, das kann passieren, wenn er in der Ukraine erfolgreich ist. Wenn er in der Ukraine scheitert, wird es nicht passieren. Ganz kurz, Frau Mohammed Ali, die Frage muss ich Ihnen auch stellen. Nehmen Sie diese Drohung von Putin so ernst, dass Sie glauben, er wäre wirklich derjenige, der dann einen NATO-Staat angreift, wissend, dass alle anderen NATO-Staaten dann zum Beistand verpflichtet sind? Glauben Sie, das würde er tun? Es ist schwer zu sagen. Ich meine, ich teile die Einschätzung, dass das militärisch nicht klug wäre. Aber das Risiko ist natürlich gigantisch groß. Ich meine, das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Und ich finde, da muss man sich auch mal entscheiden. Also ist man der Auffassung, dass Putin sozusagen unberechenbar ist und man ihm nicht vertrauen darf, dann muss man das auch ernst nehmen. Er ist nicht unberechenbar. Er ist berechenbar. Ja. Naja. Also entweder man ist dieser Auffassung oder man glaubt, dass der nur vernunftgeleitet handelt. Da muss man sich ja mal entscheiden. Aber der Punkt ist ja der, wir reden jetzt schon vor 2 Jahren, als wir hier zusammen schon gesessen haben, auch schon genau so darüber gesprochen. Und es ist immer gesagt worden, jetzt muss endlich der nächste Schritt passieren. Es muss endlich das nächste geliefert werden. Dann wird Russland in die Enge gedrängt werden. Dann wird die Ukraine endlich in Sicherheit sein. Es ist nicht geschehen. Im Gegenteil, alle Offensiven der Ukraine haben nicht funktioniert. Die Ukraine ist heute in einer schlechteren Ausgangsposition für Verhandlungen, als sie das noch vor einem Jahr gewesen ist. Mhm. Das ist die Realität. Und damit muss man sich endlich mal auseinandersetzen, dass das so ist. Das heißt, dieser Vergleich besteht gar nicht, zu sagen, wir müssen jetzt diese eine Lieferung machen und das jetzt tun. Und dann ist die Ukraine in der Vorhand und dann ist die Lage anders. Das ist doch gar nicht die Realität. Das heißt, Ihr Vorschlag ist Waffenstillstand sofort. Haben Sie das Gefühl, Sie haben gerade einen Mann gesehen, der darauf eingehen würde? Naja, also ich bin der Auffassung, dass man alles daran setzen muss, zu versuchen, als erstes einen Waffenstillstand zu erreichen, und zur Not muss man die Bereitschaft zu Verhandlungen herbeiverhandeln. Ich meine, der Herr Putin hat ja vor kurzem tatsächlich gesagt, dass er zur Verhandlung bereit wäre, unter Bedingungen, die nicht so realistisch sind. Da gebe ich Ihnen ja recht. Aber nichtsdestotrotz, er hat es in den Mund genommen. Ich denke, da muss man ansetzen. Also, Herr Röttgen, es ist jetzt auch etwas Neues in diesem Feld passiert. Es gibt angebliche Äußerungen aus dem Kreml. Also das sind Quellen, Putin-nahe Quellen, die zitiert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters bringt das weiter. Und da ist dieser Satz, Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit, um den Krieg einzufrieren. Halten Sie das für bare Münze? Ich finde, und das sage ich auch ganz ehrlich, auch zu Ihren Äußerungen und auch zu diesem Zitat, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so naiv sind, dass Sie das glauben, was Sie selber sagen. Also, Herr Röttgen, nichts für unmöglich. Wir bleiben sachlich und sind Außenpolitiker. Und Sie sagen, Putin, ein Verhandlungsangebot ist pauschal abzulehnen und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Nein, ich sage, also das finde ich jetzt unseriös. Das ist nicht unseriös. Doch, Putin, ist es. Man muss es doch zumindest versuchen. Ja, und das ist die Naivität, die ich Ihnen nicht abnehme. Putin macht diesen brutalen Krieg seit über 2 Jahren. Ich möchte
Diplomatie. Mhm. Ich möchte Frieden. Aber davon wir sprechen alle Sie wollen wenig, das. Wir alle wollen verhandeln. Es gibt immer nur ein Problem. Es gibt nur ein Problem. Putin will es nicht. Putin macht diesen Krieg. Putin hat eine, wenn ich auch mal ausreden darf. Ja, und darum, wenn er das wollte, was er bisher doch war es ganz gut. Wenn er das, wenn er das wollte, was er doch ankündigt, dann muss er es einfach nur machen. Das einer hat die Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, das ist Putin. Putin beendet ihn nicht und darum muss die Ukraine sich verteidigen. Okay, darf ich das Argument weitergeben, Frau Mohammed Ali? Er könnte einfach nicht den Baumarkt beschießen, in der Tat. Das stimmt. Ich würde mir auch wünschen, dass er das nicht täte. Ich würde mir auch wünschen, dass er sofort sagt, wir haben Waffenstillstand. Wenn er Waffenstillstand will, dann ist es doch, wäre es doch ein Signal zu sagen, ich schieße nicht weiter. Ja, natürlich wäre es das. Ich meine, es wäre insgesamt, wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich mir wünschen, dass dieser Krieg morgen endet und Russland seine Truppen abzieht. Aber das geschieht ja nicht. Also das ist ja leider nicht die Realität. Man kann sich das halt nicht so aussuchen, wie man das sich wünschen würde. Aber wenn es jetzt so ist, dass tatsächlich es Quellen gibt, die gesagt haben, er nimmt zumindest mal dieses Wort in den Mund, dass er verhandlungsbereit wäre, dann sollte man da ansetzen und versuchen, diesen Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Sie es machen und dann jetzt springen wir schon, wenn Herr Putin ein Wort in den Mund nimmt und gleichzeitig Menschen was ist denn, tötet. Herr Röttgen, was? Also, ich meine, Wie würden Sie es denn machen? Also, ich meine, Frau da Mohammed sterben Ali, jeden Tag Menschen kurz. In diesem Krieg. Genau. Das ist die Realität. Das jeden die Realität. Tag sterben da Menschen. Genau. Und ich denke, dass man jede kleine... Ja, aber, ach, Herr Röttgen, es funktioniert doch nicht. Doch? Nein, tut es nicht. Es die Ukraine ist... Nein, also bitte. Dann muss ich Ihnen sagen, da frage ich mich, wie naiv Sie ehrlich gesagt sind. Weil wir die Ukraine nicht unterstützen. Schauen Sie sich doch mal die Situation an. Wir haben Ihnen doch keine Waffen geliefert. Das ist doch gar nicht wahr. Wir liefern keine Munition. Darum hat jetzt Russland achtfache Munitionsüberlegenheit. Wir liefern keine Luftverteidigung. Darum ist in einer schlechteren militärischen Situation, als sie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gewesen ist. Das ist die Realität. Jeden Tag sterben Menschen. Aktuell sind es mehr als eine Viertelmillion ukrainischer Kriegsdienstverweigerer sind gerade in Deutschland, weil sie nicht mehr in diesem Krieg kämpfen wollen. Das ist auch eine Realität. Und der muss man sich endlich auch mal annehmen. Die Realität ist, weil wir die Ukraine unzulänglich unterstützen. Es wird eine Zäsur geben, so oder so. Es gibt diese Friedenskonferenz in der Schweiz Mitte Juni. Nur ganz kurz, erwarten Sie substanzielle Fortschritte da? Ich würde es mir ja wünschen, aber erwarten tue ich es ehrlich gesagt nicht. Weil in der Tat, Russland ist nicht mit eingeladen worden. Wie soll man denn zu einem vernünftigen Ergebnis kommen, wenn die Kriegspartei nicht mit am Tisch sitzt? Also ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Fürchte ich leider. Erwarten Sie substanzielle Fortschritte im Juni in der Schweiz? Nicht in dem Sinne, dass das ein Weg ist, um zu einer Friedensverhandlung zu kommen, weil es an einer einzigen Voraussetzung fehlt, dem Willen der Bereitschaft von Putin. Es ist sein ungebrochener Wille, den Krieg fortzusetzen. Er wollte die Ukraine erobern, damit ist er gescheitert und jetzt wird er sie vernichten. Das ist das, was er will. Aber die Frage ist doch, wie bricht man diesen Willen, Herr Röttgen? So, das ist doch die Frage. Das nein, wirklich, das und ist doch wenn die Frage. Ich die Frage beantworten darf, wir haben, das halte ich für völlig eben unrealistisch, wir haben keine Möglichkeit, auf diesen Willen die Ukraine zu vernichten, seinen Willen, wieder ein russisches Imperium begründen zu wollen, auf diese Mission von ihm, auf seine Obsession, haben weder Sie noch ich noch der Bundeskanzler noch irgendwer Einfluss. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist den Erfolg seines Willens, nämlich Krieg. Und den können wir nur dadurch beeinflussen, dass wir die Ukraine stärken und unterstützen. Wenn wir das nicht getan hätten, dann wäre die Ukraine heute schon tot und verloren und es wären jeden Tag noch mehr Verbrechen unter russischer Besatzung. Ich hoffe, dass wir nicht und nächstes Jahr um diese Zeit wieder hier sitzen und Sie immer noch unsere Unterstützung, in dieser Logik aber bleiben. Sie ist zu wenig. Es ist erkennbar gescheitert. Ja. Ich wollte eine Zäsur machen mit dieser Friedenskonferenz. Ich möchte nicht mit Themen springen, aber es ist doch zu wichtig und ich möchte Sie am Schluss doch noch mal um eine Einschätzung bitten in einem völlig anderen Konflikt oder Krieg, muss man es wahrscheinlich nennen. Es geht um das, was in Gaza passiert. Es geht um einen Vorfall, um einen Angriff auf ein Flüchtlingslager. Die Bilder sind in den Nachrichten überall gewesen. Ein Flüchtlingslager, das bei einer israelischen Attacke auf Hamas-Mitglieder in Flammen aufgeht und in diesen Flammen sind 45 Tote mindestens gestorben. Herr Röttgen, bisher ist gerade auch die Union seit vielen Jahrzehnten immer unverbrüchlich an der Seite Israels gewesen. Ändert das, was da gerade passiert? Und man könnte noch weitere Angriffe jetzt Dienstagnacht, könnte man aufzählen. Ändert das etwas an dieser Staatsräson Israel gegenüber? Nein, die Staatsräson besteht. Die Frage ist, wie drückt sie sich aus?
Nach meiner Einschätzung oder meiner Bewertung ist Israel durch die unvorstellbare Gewalt und den Gewaltplan der Hamas und Iran, beide stecken dahinter, in einem fürchterlichen Dilemma. In einem fürchterlichen Dilemma, aus dem sie nicht herauskommen. Es ist immer noch der Plan der Hamas. Nämlich einerseits war die Gewalt so unvorstellbar. Sie wurde ins Netz gestellt, eine Demütigung. Der israelische Staat hat seine Bürger nicht beschützt. Das Urvertrauen der Israelis in ihren Staat zerstört. Haben wir gesehen. Die Gesellschaft ist traumatisiert. Also müssen sie sich verteidigen. Mhm. Sie müssen sich verteidigen. Sie haben das Recht, sich zu verteidigen. Ansonsten werden sie nicht überleben. Ist das noch Verteidigung, was Sie da sehen? Und gleichzeitig führt Hamas den Krieg ja bewusst so, dass sie den Krieg führt in der unmittelbaren Nähe der Zivilbevölkerung. Die Hamas hat diesen Krieg in Gaza gewollt, Israel hineingezwungen, will, dass Israel Palästinenser, Zivilisten tötet bei dieser Verteidigung, dem Krieg gegen die Hamas, weil das die Empörung immer noch weiter steigert. Die Hamas wählt das als Kriegstaktik. Was? Und Israel steht vor diesem Dilemma, sollen wir uns jetzt nicht mehr verteidigen? Sollen wir zulassen, dass die Raketen wieder auf Tel Aviv kommen? Was soll die deutsche Haltung dazu sein? Und darum ist das ein Dilemma, dass auch die deutsche Position, die Politik und wir hier jetzt nicht aus unserem Sessel heraus klären können. Das ist ein fürchterliches Unglück, ein fürchterliches Leiden, das passiert ist. Das muss auch aufgeklärt werden. Es müsste auch nach Fehlern gesehen werden. Es muss auch zur Rechenschaft kommen, wenn das stattfindet. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, durch gute Ratschläge dieses fürchterliche Dilemma, in dem Israel ist, aufzulösen. Das ist meine Position. Wie sehen Sie es, Frau Mahmoud? Meine Antwort fällt kürzer aus, weil ich da eine klare Haltung habe. Also ich finde, das sind Kriegsverbrechen, die da geschehen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und Deutschland sollte sich da auch klar äußern, dass das nicht in Ordnung ist. Und vor allen Dingen sollte Deutschland aufhören, jetzt in dieser Situation Waffen nach Israel zu liefern und da indirekt Beihilfe zu leisten. Ich finde, es geht wirklich absolut nicht, was da geschieht. Und mit Selbstverteidigung, natürlich hat Israel ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber das, was in Gaza geschieht, hat damit nichts zu tun. Aber Mohammed Ali, das Kriegsverbrechen begeht die Hamas, indem sie ihren Krieg führt. Indem sie Menschen zu menschlichen Schutzschilden missbraucht. Das ist ein klares Kriegsverbrechen. Natürlich sind wir uns da einig, das ist doch gar keine Frage. Das habe ich sehr oft gesagt. Aber ja, was gerade Israel, haben Sie nur Israel das Kriegsverbrechen. Das war ja jetzt die Frage, wie wir uns dazu positionieren. Ja. Aber ich sage es auch gern nochmal dazu, weil man es ja immer dazu sagen muss. Selbstverständlich verurteile ich den Terror der Hamas. Aber das, was Israel tut in Gaza, die Zehntausende Zivilisten, die gestorben sind, das hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun und das in Kriegsverbrechen ist völkerrechtswidrig, muss enden. Ganz klar. Ich lasse das so stehen. Es wird dazu vielleicht auch Bewegung geben, dann diskutieren wir auch das wieder. Herzlichen Dank für heute. Vielen Dank, Norbert Röttgen. Vielen Dank, Mira Mohammed Ali. Dankeschön. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.